jetzt gerade auf dem Boden von meinem Schlafzimmer und habe beschlossen, spontan einen kleinen Vlog für euch aufzunehmen oder so ein kleines Cleaning-Video oder wie auch immer ich es dann später nennen werde. Aber auf jeden Fall steht schon den ganzen Tag auf meiner To-Do-Liste, mal wieder so ein bisschen Deep Cleaning hier in meiner Wohnung zu machen. Und weil wir mittlerweile schon 4 Uhr haben und ich den ganzen Tag eigentlich auch Vlogs von anderen Leuten geschaut habe, war ich irgendwie motiviert, mich selber zu motivieren, indem ich dieses Video jetzt hier aufnehme. Aber vielleicht auch euch da draußen, wenn das bei euch auch mal wieder ansteht, wenn ihr auch einfach nochmal ein bisschen Ordnung schaffen wollt. Vielleicht habt ihr auch schon mein Becoming Your Best Self Video gesehen. Für mich ist ein Teil davon definitiv auch in einer schönen, sauberen Umgebung zu leben und da mit gewissen Routinen auch wöchentlich zu arbeiten. Und heute ist einfach nochmal einer dieser Routinentage. Dementsprechend heißt es heute Go Time und ich nehme euch einfach ein bisschen dabei mit, wie ich meine Wohnung nochmal auf Vordermann bringe und lade euch natürlich auch ein, dasselbe vielleicht für euch zu machen. Wenn euch das Video gefällt und euch motiviert, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und los geht's mit dem Aufräumen. Ich habe auf jeden Fall schon mal damit begonnen, das Bett zu machen, weil ich mich aber gerade eben nochmal draufgesetzt habe. Ist es jetzt schon wieder etwas unordentlich, aber ich meine, wir sind ja auch nicht hier für Perfektion, sondern wir leben jetzt damit. Hier gibt es noch einen kleinen Berg, den wir uns noch anschauen müssten. Da ist zum einen zum Beispiel eine Bluse, die ich neu gekauft habe, aber auch so ein paar andere Sachen, die einfach noch in den Kleiderschrank eingeräumt werden müssen. Und dementsprechend würde ich sagen, erledigen wir das jetzt als allererstes. Manchmal, wenn ich T-Shirts falte, wünsche ich mir einfach so dieses T-Shirt-Ding, das Sheldon von Big Bang Theory immer benutzt, um die so perfekt zu falten. Fertig ist das Schlafzimmer. Was ich jetzt nicht gefilmt habe, ist, dass ich auch noch gestaubsaugt habe. Das habe ich heute noch gemacht. Und dementsprechend, hätte ich gesagt, sind wir hier im Schlafzimmer auch schon fertig. Aber das war natürlich nur ein winziger Teil der Wohnung und deshalb geht es jetzt mit dem Rest weiter. Als nächstes mache ich, glaube ich, hier das Bad, denn ich finde es immer ein bisschen motivierend, mit den kleineren Räumen anzufangen. Die hat man nämlich dann schneller geschafft und dann ist man vielleicht hoffentlich motivierter für die etwas größeren Räume, wo vielleicht auch etwas mehr ansteht. Obwohl es hier im Bad auch ein bisschen was zu tun gibt. Natürlich würde ich gerne einmal alle Oberflächen abwischen und auch hier Staub saugen. Aber ich schaue hier gerade schon die ganze Zeit nach links, denn hier wird so der größte Berg an Arbeit anstehen. Ich zeige es euch einfach direkt mal kurz. Und zwar haben wir hier im Bad gar nicht so viel Platz, um Sachen zu verstauen. Also das hier ist basically auch schon unser ganzes Bad. Hier ist der Spiegel, Dusche und so weiter und so fort. Dementsprechend ist unser einziger Stauraum eigentlich diese Ecke hier. Da man aber dann doch ein bisschen mehr Zeug anstaut nach der Zeit, hier irgendwie so 10 verschiedene Waschpulver, will ich hier einfach auch nochmal ein bisschen Ordnung reinbringen und vor allen Dingen auch dieses praktische Regal hier, das wir haben, einfach nochmal vielleicht ganz ausräumen, nochmal neu sortieren, sodass das wirklich auch eine sinnvolle Ordnung ist, nochmal schauen, was brauche ich wirklich und was brauche ich vielleicht doch nicht. Ich habe auch noch ein paar neue Dinge gekauft, die auch irgendwie da Platz finden müssen, weil ich das lieber mag, wenn die Waschmaschine hier kein Abstellplatz oder so ist, sondern ganz leer ist. Und dementsprechend ist das natürlich unser Ziel für heute. Wir werden uns also als erstes jetzt mal mit diesem kleinen, schönen, feinen Wagen beschäftigen und dann das alles hier auch einfach mal wegräumen. Der Wagen ist, wie man sieht, jetzt einmal ganz leer geräumt und ich finde, das ist jetzt auch ein sehr guter Zeitpunkt, um den vielleicht einmal kurz abzustauben und einmal mit einem feuchten Tuch auszuwischen. Also machen wir das jetzt einmal.
Zurzeit staube ich noch alles mit Zewa-Tüchern ab, weil ich noch keine so richtig guten Putztücher gekauft habe. Aber auch die stehen auf meiner To-Buy-Liste und zwar auch auf der, die bald mal gekauft wird. Also ich teile das auch immer so ein bisschen ein. Kann ich irgendwann kaufen? Möchte ich bald kaufen? Möchte ich als nächstes kaufen? Also ist meine Prio. Und gute Putztücher stehen da definitiv auch drauf. Es klingt unglaublich spannend. Aber nur, dass ihr euch nicht wundert, ich putze nicht immer alles mit dem Zewa. Aber wir machen das jetzt heute einfach so, weil das gerade einfach am einfachsten ist. Wo ich schon mal dabei bin, kann ich auch direkt schon mal die nächste Sache machen, denn hier drüben unsere Seife nähert sich so langsam dem Ende und deshalb, ich habe hier immer so eine kleine Tasche, wo ich irgendwie so kleine Proben sammle, aber auch Sachen, die wir eben noch auf Lager haben und wir haben tatsächlich noch eine Seife. Dementsprechend werde ich die dann auch gleich noch kurz darüber stellen und ja, dann haben wir das auch schon mal geschafft. Wie kann man eigentlich drei offene Packungen Zahnbürsten haben? Okay, die hier ist noch zu, aber die beiden sind offen und das nimmt alles so viel Platz weg, wenn das in seiner eigenen Packung ist. Deshalb werde ich die hier einfach jetzt hier rüber machen und dann schauen wir mal, dass das ein bisschen weniger Platz wegnimmt. Vielleicht sollten wir auch da generell mal auf eine nachhaltigere Alternative umsteigen. Zum Beispiel so Bambuszahnbürsten gibt es ja. Ich stand tatsächlich gestern auch kurz davor, aber wir haben eben halt noch die hier und dann finde ich es irgendwie auch doof, wenn man die nicht verwendet. Aber schreibt super gerne mal in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Erfahrungen mit nachhaltigen Zahnbürsten gemacht habt. Das würde mich nämlich mal super interessieren und ja, vielleicht steige ich ja dann auch bald mal um. Dieser Wagen hatte eigentlich auch noch Rollen, aber die haben wir weggemacht, damit der nicht immer hier so gegen die Waschmaschine rollt und die den dann so hin und her schleudert. Aber die braucht natürlich auch nicht hier hinten rumzuliegen und dementsprechend werde ich die jetzt auch mal einsammeln. Und alles, was jetzt noch auf der Waschmaschine liegt, ist entweder Müll, das hier schmeiße ich gleich weg, weil das nur leere Verpackungen sind, oder eben die vier Reifen nennt man das so, die vier Rollen von dem Wägelchen oder sowas wie ein Haarspray. Das wird dann aber wahrscheinlich auch hier gelagert werden. Ich überlege mir vielleicht gleich noch irgendwie, wie ich das organisieren kann, aber das wird ja jetzt eh erstmal alles rausgeräumt, damit ich hier staubsaugen und putzen kann. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend, dass nicht alle ganz reinpassen, aber vielleicht überlege ich mir noch was. Ich finde den Anfang ganz gut, die Idee finde ich auch ganz gut. Wir bleiben mal hierbei und dann schaue ich mal, ob ich die später vielleicht irgendwo anders lagere oder das irgendwie zuklebe oder so. Mal schauen. Thank you.
eigentlich so einen Sprühputzstab. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil man hier dann so das Putzwasser reinmacht und dann durch den Griff immer so Wasser auf dem Boden verteilen kann, wenn man da drauf drückt. Gerade auch für so eine kleine Wohnung. Hier muss ich ja nicht mit einem riesigen Putzeimer durchlaufen. Deshalb finde ich den ganz praktisch. Aber ich habe irgendwie diesen Original-Putzlappen davon verlegt. Beim Umzug. Keine Ahnung, wo der hingekommen ist. Also ich finde ihn nicht mehr. Deshalb hatte ich eigentlich zwei so neue gekauft. Aber die passen nicht. Die sind zu klein. Ich habe jetzt probiert, gezogen, gezerrt. Aber die sind nicht gerade dehnbar. Und dementsprechend müssen wir jetzt irgendwie eine Kombi aus Handputzen machen. Vielleicht werde ich einfach mit diesem Putzstab sprühen. Und dann hiermit halt mit der Hand aufwischen. Weil es gibt da so ein paar Stellen, die ein bisschen dreckiger sind. Da würde ich schon einmal gerne mit Wasser drüber gehen. Aber gut, wenn das Ding halt nicht passt, dann passt es halt nicht. Dementsprechend arbeiten wir jetzt mit dem, was wir haben. Realistisch gesehen fände ich es natürlich deutlich schöner, wenn hier zum Beispiel nur unsere beiden schwarzen Becher stehen würden. Aber ich denke mir dann immer so, Ästhetik schön und gut, aber es muss natürlich auch irgendwie praktisch sein. Also es muss ja auch zu unserem Lebensstil passen. Und ich weiß nicht, mir wäre es irgendwie, sage ich mal, zu anstrengend, wenn ich jetzt jedes Mal die Zahnpasta von da hinten holen müsste, die irgendwo da rauskramen müsste. Deshalb stehen hier eigentlich nur die wichtigsten Sachen, die ich auch dann tatsächlich täglich verwende. Manchmal nehme ich auch Dinge von da hinten, aber das hier sind so wirklich die Basics, Zahnbürsten, Zahnpasta und so weiter und so fort. Und dementsprechend versuche ich da so ein bisschen Balance zu finden zwischen, ich möchte jetzt nicht die ganze Ablage hier voll stapeln, aber das Wichtigste findet eben hier Platz. Und ich denke, das ist ja auch vollkommen okay. So eine Ablage ist ja auch dafür da, dass da auch tatsächlich was draufsteht. Das Bad ist auch fertig und als nächstes tackeln wir deshalb, glaube ich, das Wohnzimmer, in dem ich mich gerade befinde. Das ist gerade so die Couch-Situation. Sieht jetzt vielleicht nicht unglaublich schlimm aus, aber ich würde trotzdem noch mal ein paar Sachen gerne organisieren. Der Tisch gehört nämlich eigentlich hier drüben in die Ecke. Den habe ich nur zum Filmen hier hingenommen. Dementsprechend müsste der noch mal rüber. Dann sowas Simples wie Kissen in die Ecke und Decke falten. Pflanzen wieder ordentlich auf den Tisch stellen. Und das hier sind unsere Lampenschirme. Die müssten natürlich auch irgendwann noch
hier oben an die Decke, aber da werden wir für eine etwas längere Zeit wahrscheinlich nicht zukommen, beziehungsweise wir müssen uns noch Zeit dafür nehmen und ich weiß noch nicht genau, wann wir das machen, aber ich möchte natürlich nicht, dass die hier die ganze Zeit auf der Couch rumliegen. Ich hoffe übrigens, dass man das gerade verstanden hat. Deshalb schauen wir mal, ob wir da vielleicht eine Ecke finden, wo wir die zeitweise verstauen können. Hinten hinter der Tür ist so ein kleiner Bereich, wo wir gerne ein wenig Zeug verstauen. Zum Beispiel so eine Yogamatte oder etwas größere Blumentöpfe, die wir gerade noch nicht brauchen. Oder meine Schnittmaschine. Oder alternativ auch einen 7 Kilo Reispuddingsack, weil mein Freund nichts Kleineres gefunden hat. Ja, der muss natürlich auch nicht immer in unserer Küche stehen. Deshalb steht das normalerweise auch etwas näher aneinander. Aber der Staubsauger steht auch meistens noch genau hier drin. Hinter der Tür, die Tür ist nämlich meistens offen. Dementsprechend sieht man das dann alles nicht. Und vielleicht finden unsere Lampenschirme dann auch genau hier auf den Blumentöpfen Platz. Oder aber, wir haben hier so einen alten Tisch und vielleicht irgendwie hier in die Ecke, damit man sie noch sieht, damit man sich daran erinnert, dass das ein Projekt ist, das auf der Liste steht. Obwohl natürlich auch das in meiner Notion-Liste mit den Masterprojekten zu finden ist, also auf der Master-To-Do-Liste mit den Dingen, die ich auf jeden Fall auch machen möchte, ist auch eins meiner Ziele für dieses Jahr, das noch aufzuhängen. Dementsprechend sollte das nicht in Vergessenheit geraten, aber so ein kleiner visueller Reminder hier in der Ecke wäre vielleicht auch eine Idee. Deshalb mal schauen, wo das gleich Platz findet. Ich dachte, dass es läuft. Ich ziehe hier ästhetisch diesen Paketbandstreifen ab und alles ist wunderbar, wie es tatsächlich gelaufen ist. Ungefähr die Hälfte des Paketbandstreifen hat sich einfach abgelöst in winzig kleine Teile und ja, das wird auf jeden Fall noch spaßig, das abzubekommen. Zwischencheck. Bad ist dann, Schlafzimmer ist auch fertig, Wohnzimmer ist auch soweit fertig. Ich habe jetzt mal den Büroteil nicht mit eingerechnet, denn die Sonne geht schon langsam unter. Dementsprechend nehme ich euch heute beim Schreibtisch, glaube ich, nicht mehr mit. Was ich aber auf jeden Fall noch machen werde, ist jetzt hier so die Flur- bzw. Küchen-Area, also der Bereich davon, denn der ist vielleicht auch der unordentlichste. Ja. Ich gebe euch mal eine kleine Tour, obwohl ich eigentlich nicht will, aber Hashtag für mehr Realität auf YouTube oder so ähnlich. Hier steht noch eine Menge von Zeug, die ich gerne wegräumen würde. Und ansonsten steht hier natürlich gerade der Staubsauger rum. Sind es eigentlich nur so Kleinigkeiten? Aua, ich bin auf das Staubsaugerkabel getreten. Kann ich nicht empfehlen. War schon fast Lego-Stein-Experience, aber noch nicht ganz. Ich bin hier gerade ein Backblech am Einweichen, damit ich das mal wieder richtig, richtig schön sauber machen kann. Und ansonsten würde ich einfach das hier gerne nochmal organisieren. Auch nur Kleinigkeiten, ist auch schnell gemacht, aber einfach nochmal ein bisschen ordentlicher hinlegen. Genauso auch hinten, die Tüte wird nochmal hier aufgehangen und so weiter und so fort. Und dann, ich will es nicht zeigen. Muss ich definitiv auch nochmal spülen. Man glaubt es kaum, aber das ist tatsächlich alles von heute und gestern. Das hier habe ich heute alles zum Kochen verwendet und kam noch nicht so wirklich dazu, das fertig zu machen. Obwohl das natürlich auch wieder nur eine Ausrede ist. Aber ich mache es ja jetzt. Und dementsprechend tackeln wir das jetzt zusammen. Und wenn die Küche gemacht ist, dann ist auch wirklich der Hauptteil gemacht hier heute. Und dann bin ich auch wirklich, wirklich proud of myself, obwohl ich das jetzt auch schon bin. Denn wir haben ja schon viel geschafft, aber das letzte bisschen schaffen wir jetzt auch noch. Thank you.
Das hier ist jetzt die Situation in der Küche. Ich habe selber auch gerade ein YouTube-Video geschaut, während ich gespült habe. Alles fertig gespült, alles generell fertig. Und weil es draußen mittlerweile schon recht dunkel ist, werde ich den Vlog jetzt auch hier beenden, denke ich. Dementsprechend sage ich einfach schon mal Danke, falls du bis hierhin geschaut hast.